Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Desert Online mit mir Keshi und bei mir ist der Tavo. Ja, hallo auch von mir und ja, wir sind hier am Ruf Costa. Genau. Weil wir uns um Spinnen kümmern sollen und wollen. Sollen und wollen, das ist richtig, ja? Genau. Ja. Und ich sehe gerade, dass meine Mana-Leiste irgendwie ein bisschen leer ist, kann das sein? Deine Mana-Leiste, das weiß ich nicht. Das ist die gelbe, glaube ich, bei mir. Oder blau? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kann auch gerade keinen Mana trinken. Klasse wurde beschränkt, steht da. Achso, ich glaube, ich habe keinen Mana mehr. Ach so. Okay. Sie haben ein paar Sachen verändert. Ich glaube, das ist jetzt wirklich mit diesem Skillsystem-Veränderungen einhergegangen. Denn wir haben festgestellt, dass die Pferde ja jetzt auch Ausdauer brauchen. Das brauchten sie, glaube ich, vorher in der Form nicht. Genau. Also man kann die Pferde beim Stallwart ausruhen lassen oder aber man regeneriert die Ausdauer durch Karottenfütterung. Ja. Genau. Wir haben nur leider keine Karotte gefunden. Nö. So schnell, also, und wir konnten auch keine kaufen. Wir haben geguckt, ob wir irgendwo eine bekommen, aber es gab keine Karotten. Nee. Auch nicht bei Luxusgütern. Komplett also, ausverkauft. Genau. Ne? Alle Karotten weggefuttert. Naja. So, bevor wir zur Quest gehen, würde ich sagen, rufen wir mal den Schwarzgeist, weil der will schon wieder etwas. Genau. Youth and Dog. Eine Quest. Mal gucken, ob wir die gleiche haben. Es gibt die Quest Grausige Geschöpfe. Ja, die habe ich auch. Okay. Huhu, es ist viel schöner, wenn es dunkel ist. Ich hoffe, an anderen Orten ist es genauso schön. Es ist gar nicht dunkel. Übrigens, seht ihr diese grausigen Geschöpfe da im Wasser? Ob wir die wohl noch öfter auf unserer Reise sehen werden? Was für grausige Geschöpfe. Was für Wasser? Ja. Hä? Er hat bei mir tatsächlich noch eine Quest. Ja, Wachhauptmann von Heidel. Genau. Jawohl. Machen wir ein Päuschen. Von jetzt an wird unsere Reise beschwerlicher werden. Was den Süden angeht, nun gut. Wir sollten für den Moment zurück nach Heidel gehen. Kann er sich mal entscheiden? Nee, kann er nicht. Das ist er. Ist er nicht in der Lage. Nee. Das sage ich um unser beider Willen. Damit wir überleben können, müssen wir beide stärker werden. Versteht ihr? Ja. Ja. Und er hat, glaube ich, noch eine Quest, ja? Okay. Finstere Bindung. Das hat er bei mir nicht. Man kann es scrollen, komischerweise, ja. Aber finstere Bindung habe ich nicht. Ich nehme sie mal trotzdem an. Mach das. Ihr werdet immer stärkeren Kreaturen begegnen. Es wird euch vielleicht schwerer fallen, euch zu abgelegenen Orten vorzukämpfen. Deshalb müsst ihr üben. Abenteurer sollten stets auf der Suche nach Lehrern sein, um ihre Talente auszubauen. Okay. Aha. Das ist schön. Finstere Bindung. Sprecht mit einem Hauptmann. Hervano Tito. Ja, das machen wir später. Genau. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Spinnen. Ja, Hervano Tito haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo getroffen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo der war. Ja, genau. So, Geheimnisse der Gestrüppspinne. Die sind auch gar nicht so weit weg. Wir könnten die Pferde eigentlich hier in Sicherheit stehen lassen. Ich würde auch sagen. Und gehen da direkt hin. Genau. So. Es ist, glaube ich, sogar im Moor oder so. Auf jeden Fall ist es hier so. Also ich finde es wirklich super schön. Das sind so kleine Dörfer und so kleine Höfe. Ah ja, und es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Achso, das ist eine Gestrüppspinne. Nee, das war ein Sumpfeinsiedlerkrebs. Achso, ein Sumpfeinsiedlerkrebs. Ach, ich habe die falsche Quest ausgewählt. Aber egal, machen wir jetzt die Quest. Ach, die sollen wir auch machen, ja. Ich habe jetzt nämlich die Quest mit den grausigen Geschöpfen ausgewählt. Oh, hier ist ein grausiges Geschöpf. Regenbogenechse. Ja. Okay. So, die war gar nicht so ohne. Nee. Jetzt ist mein gelber Balken voller geworden durchs Kämpfen. Dann ist es bei dir irgendwas nicht mit Mana, sondern irgendwie mit Kampf... irgendwas. Kampfesaggression oder sowas, ja. Wahrscheinlich, ne? So ein Aggressionsding. Eine Regenbogenechse. Ja, die sieht gar nicht aus wie ein Regenbogen. Nee, irgendwie nicht. Tja. Ey, wo rennst du hin? Weg zur Regenbogenechse. Vielleicht war das ja ein Freund. Wer weiß. Und wir haben ihn getötet. Was ist das da? I. Was denn? Das war eine platzende kleine Spinne. I. Ja. Dass der Hintern immer größer geworden ist, sie geplatzt. Blacks. Da ist schon wieder so ein Ding. Dieses Leuchten. I, ja. Wow, die kommen hier von allen Seiten. Oh, der hat mich verseucht. Ja, mich auch. Die Säurespinne. So. Ja, ich finde die Monster übrigens auch gut, gegen die man kämpft. Also, es sind so Fantasy-Monster halt, nur so komische, aber es sind jetzt nicht so... Die sind nicht so albern. Ja, das stimmt.
Ne, es gibt ja so verschiedene Klassen von Spielen und manche, die arbeiten ja mit so albernen Monstern, ne? So ja. Komische Pilze, die grinsen und kichern und so Kram. Und Schweine so. Mit Blumen am Popo. Ja, das ist ein großes Thema, offensichtlich in Asien. Schweine mit Blumen am Popo. Ich weiß nicht, warum es da diesen Fetisch gibt, aber naja. Ich auch nicht. Es wird einen Grund dafür geben. So. Diese Spinnennester hier sollen wir auch machen. Das sind Spinnennester. Ja. Integriert sich übrigens gut in die Landschaft. Sieht nicht aus wie ein Fremdkörper oder sowas. Ja. So, ich habe was zum Looten gefunden. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine fleischfressende, giftige Sumpfpflanze. Oh mein Gott. Ja. Da muss man aufpassen. Guck mal, sieht aus wie ein Sonnentau. Ja, toll, du machst die Pflanzen kaputt. Kaputt. Ja, alles machst du kaputt. Kann ich auch einfach nicht alleine lassen. Nee. Hier ist Wildkraut. Und hier ist Dickicht. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja eine Karotte. Oh, das wäre super. Ja, kann man. Also ich habe schon mal eine Karotte in der CBT gefunden. Nee, diesmal nur Gras. Wie macht man das denn überhaupt? Man geht vor das Kraut und dann man R, ne? Ja. Und dann sammelt er. Dann ist er hier angegriffen, was natürlich gemein ist. Ich habe Gras gefunden und eine Medaille. Okay. Rio de Medaglio. Also auch so eine komische Medaille. Bams, bams, bams. Oh, Regenbogenechse. Quest teilweise abgeschlossen. Das ist aber ja. Schön. Das ist eine sehr nützliche Info, ja. So, ich sag auch mal dieses Spinnennest hier. Ich mach mal mit. Yep. So. Kann ich den Knilch hochheben? Nein. Schnapp, schnapp, schnapp. Ja, dieses mit den Medaillen ist interessant, ne? Weil der höchste Medaillensammler bekommt ja irgendwas da. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass wir zu den größten Medaillensammlern auf diesem Server gehören werden. Nee, weil wir auch zu wenig spielen. Ja, wir haben ja einfach das Problem, das muss man ja nochmal sagen, dass wir das Spiel im Prinzip nicht spielen können, wenn wir es nicht let's playen, weil alle Questfortschritte, die würden wir nicht wiederholen können, irgendwie mit anderen Charakteren. Genau. Also, sonst würden wir ja mit anderen Charakteren spielen, aber die ganzen Videos gehen dann verloren. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass die das mal ändern, weil das ist eigentlich total unsinnig. Finde ich auch. Dass man da irgendwie vielleicht Haken setzen kann, Videos wieder anzeigen oder sowas. Ja, ich meine, man möchte ja das Spiel vielleicht auch nochmal irgendwann mit einem anderen Charakter spielen, nach ein paar Jahren oder so. Ja. Ich meine, vielleicht haben sie es auch einfach nicht gefunden, aber wir wollen nicht riskieren, das quasi zu testen, denn dann geht einem ja Story. Eben. Wenn man jetzt hier zuguckt und ja. Da spielen wir sozusagen für die Massen. Richtig. Genau. Hat aber auch was Positives, man freut sich immer wieder drauf und es stellt sich nicht dieses, ja, diese Ermüdung ein. Ja, das stimmt. Die sich manchmal bei so Online-Rollenspielen einstellt. Ja. So. Hier ist noch so ein Spinnennest. Sollen wir überhaupt noch hier machen? Der Schwarzgeist will was von mir. Irgendwie. Ja. Okay, ich werde ihn gerade noch angegriffen. Ich auch. Ja, das scheint bei mir Kampfesmut oder so zu sein, weil. Ach so. Dieser gelbe Balken baut sich auf, wenn ich haue. Und dann kann ich irgendwelche Special-Sachen machen. So. Oh, hier sind aber auch unendlich viele. Ich geh mal hier auf diesen Stein rauf, so. Ja. Ist vielleicht eine gute Idee. So, was will der Schwarzgeist denn? Hilft leider auch nicht, weil da greifen sie uns auch an. Okay. So. Nee, der will gar nichts. Irgendwie. Okay. Okay. Ja, spielt bei mir auch. Der möchte irgendwas von mir. Mal gucken, ist bei mir richtig? Der lacht so komisch. Ja. Bei mir steht, die waren gruselig. Nehmt euch vor solchen Kreaturen in Acht. Abschließen. Was ich nicht kann, weil wir angegriffen werden. Okay. Müssen wir machen, wenn wir wieder in Sicherheit sind. Ja. Ist bei dir bestimmt auch soweit. So. Ich soll mehr über die Buschspinnen, Sumpfeinsiedlerkrebse erfahren. Ich glaube, ich muss wieder ein paar mehr klopfen, um mehr Wissen zu erlangen. Dann machen wir das. Ich glaube, das ist das Problem. Und genau. Ja, da habe ich auch noch nicht alles fertig sozusagen. Und auch bei den Echsen bin ich noch nicht durch. Er sagt mir auch, dass immer noch Quest-Zielvorgabe ist. Ja, bei den Echsen auch. Die Echsen nicht? Nee. Nee? Nee. Okay. So. Reptilien. Okay. Dann mal weiter klopfen, was? Sind die Reptilien die grausigen Geschöpfe? Wahrscheinlich, ne? Kann sein.
gucke mal. Lernt mehr. Ach, Mann, hier wird man anderen angegriffen. Ja. Keine Chance, dass man hier in Ruhe was anguckt. So, ich gucke mal. So, wir sollen die Buschspinnen noch machen. Und ich soll schon wieder angreifen. Okay. Naja, dann killen wir erstmal. Ja. Bis alles irgendwie durchgestrichen ist. Ich mache hier nochmal so ein Ding kaputt. Jawohl. Weiß zwar nicht, ob er das machen soll, aber... Die Säurespinnen sind auch gar nicht die richtigen, ne? Nee. Wir sollen ja die Buschspinnen machen. So. Hast du die Einsiedlerkrebse jetzt sozusagen voll? Nee. Okay, hier ist noch einer. Da steht immer noch Zielvorgabe. Okay, ja, dann lasse ich die dir mal. Ich weiß nicht, ob das ja zählt. Ich mache mal die kleinen, die so am Rande noch kommen. Und ich mach mal hier den Sumpfeinsiedlerkrebs. Ah, ich glaube, das war's. Ja. Aber ich bin gerade mit der Maus aus meinem Spiel rausgekommen irgendwie. Das ist nicht so schön. Ich habe in mein Audacity reingeklickt. Aber da ist wohl nichts passiert. Aufnahme ist nach wie vor laufend, also alles ist gut. So, ich gehe mal ganz kurz auf den Stein. Ich glaube, der Stein ist nicht sicher. Ich versuch's mal, da ist eine Spinne. So. So. Okay. Das war die Map. So, Schwarzgeist. Da kommt ein großes Vieh hoch. Wir müssen irgendwo anders hin. Ja, wir müssen irgendwo anders hin. Das ist so nicht sinnvoll. Nee, es ist nicht sinnvoll. Ups, bin ich runtergesprungen. So, dann lass uns doch mal kurz zum Hof. Der war gar nicht so weit weg. Da hinten ist die Windmühle. Und ja, da können wir dann in Ruhe mit dem Schwarzgeist sprechen. Genau, machen wir das so. Weil sonst wird es immer unterbrochen und es ist doch doof. Das ist doof. Das ist doof. Ja, hier sind ja auch so viele Monster, ne? Also es ist ja wirklich ja sehr viel los. So, hier ist eine sichere Zone. Das heißt, hier müsste das eigentlich total safe sein. So, lieber Schwarz. Ich wollte, ne? Ja, hallo. Ja. Jetzt haust du ab. Ich glaube, sie rennen weg. So. Ungehobelte, sonst was. So. Genau. Schwarzgeist, hallo. Hallo. Der lacht so komisch mittlerweile. Ja, ja, der lacht ganz grausig. Ja, jetzt sagt er bei mir auch, die waren gruselig. Nehmt euch vor solchen Kreaturen in Acht. Genau. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt endlich mal die richtige Quest mit den Buschspinnen. Genau, markierst du sie und ich laufe dir hinterher. Ja, die sind okay, nicht so weit weg, glaube ich. Nö, die waren auch hier irgendwo, ne? Hier lang. Oh Gott, das Brüllen Kasakas, Fürst der Verderbnis, lässt ganz Serendia erzittern. Okay. Wollen wir jetzt erstmal vielleicht Fürst der Verderbnis Kasaka machen? Genau. Ja, da sehe ich keine Probleme. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also, bei unseren High-Level. Diese Elfe hat schon wieder getrunken hier, du. Ja. Stimmt, wir wollten die Elfe nochmal umstellen, aber ja, wir haben ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Nö. Wo das geht, weil es jetzt auch nicht so extrem wichtig war. Also. Eben drum. Gibt ja verschiedene, falls man jetzt erst später eingestiegen ist, es gibt ja verschiedene Arten, wie man zum Ziel geführt werden kann. Einer davon ist diese Elfe und dann gibt es eben noch so Pfeile. Ich finde die Elfe ganz schön. Die Keshi nicht. Richtig. So. Ja. Das ist doch ein kleines Stück. Ja. Ecken, aber so weit nun auch nicht, glaube ich. Ach, es geht. Halb so wild. Ja. Ja, seit die Pferde... Gehört ja auch dazu. Genau, seit die Pferde nicht mehr so viel Ausdauer haben. Hier ist ein Hauptwachlager. Es könnte sein, dass es hier einen Hauptmann gibt. Ja. Den solltest du ja auch noch aufsuchen. So. Sollen die hier sein? Ja. Ja, ne? Ja. Da oben sicherlich, auf dem Berg. Eine Buschspinne. Genau. So. Ihr seid eklig. Ja, ihr seid furchtbar eklig. Ich kann Spinnen nicht ausstehen, ehrlich gesagt. Auch in Spielen nicht. Ich hab... Oh, was sind das für Viecher da? Oh, ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja. Uno momento. Ich mach hier mal ein paar Spinnen so. Honig, bla bla bla. Oh, alte Eisenmünze. Ich schmeiß mal das Unkraut weg. Alle. Jupp. Ja, muss ich auch mal eben machen. So. Oh, was sind denn das für Viecher? Ja, meine ich ja. Die sehen irgendwie bösartig aus.
Vielleicht sollten wir die auch nochmal angreifen. Es sind starke Gegner in der Nähe. Achtung, okay. Aber das sind die. Also wir gehen wahrscheinlich drauf. Vielleicht sollten wir es lassen. Hm. Oh, oh, hinter uns ist ein Teil. Oh, der ist wirklich stark. Oh, lauf, 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 lauf. Ich hab ihn getankt. Ich sehe keine Probleme auf uns zukommen. Okay, wir versuchen es. Yep. Okay, er ist down, oder? Ja. Ja, genau. Also die müssen wir jetzt nicht immer machen, aber ja. Nee. Wenn die sich ergeben, dann kann man das machen. Wir sind auch schon durch mit der Quest mit den Spinnen. Also ich zumindest. Mm, ja, sie ist weg, ne? Zumindest der Schwarzgeist möchte wieder sprechen. Also genau. Insofern. Ich rufe ihn mal. Yep. Hallo. Die waren ja ganz interessant, aber zu schwach. Gibt es hier nicht doch ein stärkeres Monster? Ja, das haben wir gerade gesehen. Ja, gibt es. Quest abgeschlossen. Genau. Ich habe übrigens so ein Tages-Wiederkommen-Belohnungsding gefunden. So ein Verstärkungsstein, der lila ist. Ja, ich auch. Den könnte ich jetzt sozusagen... Wollen wir das mal verstärken? Es ist für Rüstung. Ich habe es schon mal ausprobiert oder wollte es ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ja. Muss man ja beim Schwarzgeist machen. Ja. Da hast du diesen Knopf Verstärkung. Und jetzt steht hier Potenzialstufe beschützen. Verstärkungsanimation überspringen. Verstärkung. Galgsschrei mit Perlen, Dings das. Also ich könnte jetzt. Also man muss erstmal das Schwert aus dem Inventar nehmen. So. Oder ins Inventar packen. Achso, ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, das ist nachteilig. So, das mal eben wegschmeißen. Dann das mal eben ablegen. Wir werden angegriffen. An. Ja, ist jetzt echt blöd, weil ich gerade mein Schwert abgelegt habe. Ja, ich auch. So. So. Jetzt aber. Dann sollten wir... Ja, genau. Okay, Schwert habe ich jetzt abgelegt. Verstärkung. Aber mein Ding ist nur für Rüstung. Ja genau, dann musst du eine Rüstung ablegen. Und dann... Das ging mal anders, aber jetzt geht es nicht mehr so einfach. Nee. Weht zuerst die Ausrüstung, die ihr... Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich auch nicht. Oder war das Fusion? Ah, Fusion war das. Ja, aber da habe ich es auch schon probiert, da ging es irgendwie nicht. Ja, da kann ich auch nur andere Steinchen reinpacken, naja. Nicht diesen speziellen. Vielleicht finden wir das ja irgendwann raus. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Genau. Leider. Ja. Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.